Willkommen zurück, Leute. Heute habe ich ein nicht so ganz planmäßiges Video für euch, da ich mir jetzt vorgenommen habe, die Zuschauer über alles zu informieren, was ich so Neues finde und natürlich, wie im letzten Video erwähnt, nur zu Games, die auch für mich interessant sind. Und ja, ihr habt es erraten, es geht um Fortnite, das Trendgame schlechthin. Ich weiß, nicht jeder mag das Spiel. Bei mir zum Beispiel gibt es sogar Zeiten, wo ich dieses Spiel absolut hasse, mir auf die Nerven geht und ich beschwöre es, nie wieder zu spielen. Aber so wie es auch die schlechten Zeiten gibt, gibt es natürlich auch wieder dann die guten Zeiten. Auf jeden Fall, in den letzten Wochen spiele ich es wieder vermehrt und mir ist ein wichtiger Knackpunkt aufgefallen, wie man seine allgemeinen Chancen erhöht, in diesem Spiel erfolgreicher zu werden. Ich will jetzt auf gar keinen Fall einen klaren 100%igen Sieg versprechen. Das nicht. Zumal dieses Video auch natürlich nicht an den Pro-Fortnite-Spieler gerichtet ist, der mal eben so ein paar Lobbys auseinander nimmt. Eher so an den Gelegenheitsspieler und an die Anfänger. Aber jetzt zum springenden Punkt. Mir ist aufgefallen, als ich die Battle Pass-Mission wie immer am Abarbeiten war, schweißtreibend und Schwierigkeiten hatte, in einem bestimmten Gebiet der Map Gegner zu erledigen, wie vorteilhaft es ist, alle Fundorte der Truhen zu kennen oder allgemeiner gesagt, wo sich das Loot befindet in diesem Gebiet. Wenn man die Fundorte kennt, hat man automatisch höhere Chancen, andere Gegner zu beseitigen. Wer will denn nicht direkt eine schwere Pumpgun finden oder ein Scharfschützengewehr? Ich meine, probiert es doch einfach mal selber aus. Ich hab's gemacht. Versucht mindestens 7 bis 10 Mal am selben Ort zu landen, prägt euch ein, wo ihr welche Truhen finden könnt. Und allein wenn ihr das besser wisst als eure Gegner, könnt ihr viel zielgerichteter landen und nicht einfach immer irgendwo zufällig reinlanden und hoffen, dass ihr dort irgendwas findet. Zudem hat meine Übung auch noch einen großen Vorteil, dass ihr auch passiv anfängt zu lernen, wie ihr in diesem bestimmten Gebiet am besten eure Gegner platt macht. Denn wer sein Gebiet kennt, ist dem anderen meist überlegen. Und ganz wichtig, ihr entwickelt eure eigene Lootroute für dieses Gebiet. Das kann sogar gebietübergreifend sein. Heißt, ihr rennt vielleicht nicht jedes Haus ab in der Hoffnung, dort was zu finden, sondern rennt vielleicht zielgerichtet zu den Orten, wo es am meisten zu holen gibt. Ja, für den einen oder anderen, dem ich jetzt hier nichts Neues erzählt habe, ich weiß, das ist auch keine Weltneuheit. Und das wird einen auch nicht von 0 auf 100 zum besten Spieler machen. Aber oft wird es einem gar nicht wirklich bewusst, welche Rolle kleine Einzelheiten spielen. Aber deswegen bin ich ja da. Spaß beiseite. Ich hoffe, ich konnte vielleicht mit diesem Video jemandem helfen, seine allgemeine Fortnite-Performance zu verbessern. Denn wir wollen nicht vergessen, um in Fortnite wirklich was zu reißen, braucht man auch mehr Skills und viel Übung. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video irgendwie weiterhelfen. Falls ihr mehr aus dieser Richtung sehen wollt oder euch das Video gefallen hat, schreibt mir das auch unten in die Kommentare. Natürlich nehme ich auch Kritik dankend an, also tut euch bloß keinen Zwang an mit den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.